Jenna's Story, Secret Ending. Jenna's Story Part 1. Part 2 releasing at 50k thumbs up. 13.000 Likes, 3.400 Dislikes. Ich glaube, das sollten wir uns mal anschauen. Der Bus ist wirklich voll besetzt. Wo fahren wir überhaupt hin? Was ist hier überhaupt los? Was, wir haben uns verfahren? Hä? Du bist der Busfahrer und weißt nicht mal, wie man zur Schule kommt ohne Navi? Bist du dumm? Hä, was ist bei dir los? Da ist eine Biene. Warum ist hier eine Biene? Nein, nicht die Biene überfahren! Nein! Was? Was? Was war das gerade? Die Biene hat uns einfach weggepresst. Lass es mal rausgehen. Tut mir leid, ich hasse wirklich Bienen. Das habe ich gemerkt, Bruder. Ich glaube, da müssen wir wohl jetzt per Anhalter fahren. Hallo? 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 Ist hier jemand? Kann es hier irgendjemand sehen? Wir müssen in die Schule. Es ist schon 8.15 Uhr. Matheunterricht hat begonnen. Kann es bitte jemand mitnehmen? Wir haben eine ganze Familie hier zu ernähren. Okay, ich glaube, hier will uns niemand haben. Dann sollten wir wohl nach Hilfe rufen. Okay, finde Hilfe. Ja, ich denke, das hier ist der einzige Ort, wo wir Hilfe finden können. Oh, hier ist ein Sign mit No Trespassing. Wir dürfen hier nicht durch, weil das Privatgrundstück ist. Das heißt, wir gehen da jetzt erstmal rauf, oder? Ah, da könnte ja jemand in den Bäumen im Wald leben. Ja, dann sollten wir mal auf die andere Seite der Straße gehen und uns einfach mal den Wald anschauen. Wie wär's? Schaffe es zum Haus lebend. Du hast 30 Sekunden Zeit. Oh Gott, das sind Bienen. Nein, die Bienen werden uns umbringen, oder? Wir müssen überleben, während die Bienen... Was ist das überhaupt? Warum sollten Bienen uns irgendwas machen? Okay, das ist aber nicht das größte Problem. Kommt, beeilt euch, Leute. Wir müssen ins Haus. Ab zum Haus, das überhaupt nicht gruselig in irgendeinem Wald steht. Aber wir haben es alle geschafft, oder? Das heißt, wir können jetzt erstmal rein ins Haus. Du bist wirklich der schlechteste Busfahrer, den ich jemals gesehen habe. Real talk. Und jetzt müssen wir wohl einen Weg ins Haus finden. Ja, da irgendwo sicher. Das sind noch kaputte Fenster irgendwo rundum. Was ist denn hier drin los? Das ist ein Lagerraum einfach so. Oh, habe ich... Oh, da hat sich gerade was bewegt, glaube ich. Ich glaube, da hat sich gerade was bewegt. Können wir hier irgendwie die Scheibe einschlagen und reinkommen? Warum wollen wir hier überhaupt rein? Können wir nicht klopfen? Und wenn hier drin niemand ist, dann sollten wir das Haus vielleicht in Ruhe lassen? Wie wär's? Ich komme hier nicht ins Haus. Mister, sperren Sie das Haus auf. Oh, du hast einen Arm gefunden? Du hast einen Arm? Oh, da ist eine... Ja, was meinst du mit, du hast einen Arm gefunden? Da steckt einfach ein Arm außerhalb von der Erde. Was ist hier los? Hier ist wirklich irgendwas nicht richtig. Ja, wir müssen wirklich einen Weg ins Haus finden. Da hast du recht. Obwohl, nein, wir müssen wir nicht. Aber warum sollten wir ins Haus? Neben dem Haus ist eine Leiche. Nein, ich will doch nicht. Warum rufen wir nicht einfach jemanden an? Es wird doch irgendjemand wohl ein Telefon dabei haben, oder? Vielleicht haben sie den Schlüssel aus Versehen weggeworfen. Ja, so passiert das immer. Dann schauen wir wohl in den Müll, weil sie ja vielleicht aus Versehen den Schlüssel weggeworfen haben. Jeden Tag. Oh, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt reingehen, oder? Ab ins Haus, würde ich sagen. Rein da. So, lass uns jetzt hier. Komm schon. Mach jetzt endlich die verdammte Tür auf. Oh, ich will nicht mehr hier. Ich will aber auch nicht rein. Ich will nicht draußen und drin sein. Ich habe vergessen, wie man Kies benutzt. Was ist denn los mit diesem Busfahrer? Ich glaube, der Busfahrer will uns manipulieren. Objective. Wait. Ja, wir müssen jetzt anscheinend warten. Gut, dann chillen wir währenddessen hier. So. Was machen wir jetzt so in der Zeit, während unser Busfahrer komplett unfähig... Oh, ist... Was ist das? Ich will ins Haus. Was ist das? Glaube, dass da jemand uns beobachtet. Ja, yeah. Ich habe die Ahnung. Ich habe also so ein mieses Gefühl dabei. Es ist nicht nur einer. Warum sind das mehrere Leute? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Was? Sie kommen? Mach mal schneller hier. Oh, wir müssen überleben. Oh Gott, da ist jemand. Da ist eine Jenna. Weg vor der Jenna. Jetzt ins Haus, Leute. Und saved euch vor der Jenna. Hallo, Mr. Busfahrer. Ich hasse dich, Mr. Busfahrer. Ja, mach die Tür zu. Oh, Nummer 1 ist gestorben. Nein, King. Wie konntest du nur sterben? Wie konnte das nur passieren, King? Du hattest so ein schönes Leben. Und jetzt ist er tot. Er ist tot. Nein. Okay, was gibt es hier? Hier ist ein Keller. Oh, hier sind ein paar tote Jennas. Und da ist... ist hier irgendwas? Nee, wir haben nur den Lagerraum hier. Und hier können wir auch nicht durch, oder? Nee, wir können hier nicht durch. Hier gibt es nichts zu tun. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Die Toilette sieht auch nicht mehr ganz sauber aus. Wer wohnt hier und warum ist hier ein angeschimmelter Burger? Suche nach dem Hausbesitzer. Ja, das habe ich schon, aber bisher habe ich noch niemanden. Oh, Bedroom. Kann ich in ein Bedroom vielleicht rein? Oder Bedroom 2 rein? Mr. Hausbesitzer? Oh, da ist irgendwas. Was ist da? Was liegt am Boden? Wir kommen hier nicht weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Key schon wieder für die Doors. Für die Bedroom Doors. Oh, was ist, Mr. Busfahrer? Warum ist hier eigentlich eine Kamera? Irgendwer beobachtet uns. Irgendwer beobachtet uns, Leute. Warum beobachtet uns jemand? Was wollen die von uns? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was ist los, Mr. Busfahrer? Was ist jetzt schon wieder? Ich habe mein Telefon...
fallen gelassen beim Bus. Gut, und was willst du damit? Was ist jetzt dein Problem? Ich brauche jemanden, der sich opfert, um es zu holen. Nein? Das machst du wenn dann schon selber, Bruder. Ich werde ganz sicher nicht dein Handy holen. Das machst du selber. Also muss jetzt wohl jemand suchen gehen. Oh, ich will. Okay, dann mach das. Wir sehen das schon. Wir schauen dir zu, während du umgebracht wirst, oder? Du hast 60 Sekunden Zeit. Beeil dich. Vielleicht überlebt er ja doch. Oh, hier sind die Channers. Und die kommen. Hallo. Hallo, Mr. Jenner. Mrs. Jenner, es tut mir leid. Wie läuft's so? Ist schon blöd, wenn man nicht reinkommt. Oh, er kommt zurück. Komm schon. Komm, du schaffst das. Und er ist drin. Er hat's geschafft. Er hat das Telefon zurückgebracht. Aber was bringt uns das eigentlich? Was bringt uns jetzt das Telefon? Ich glaube, das war sowieso leer. Ja, okay, du musst jetzt laden, ja. Aber sieht dieses Haus so aus, als hätte er Strom? Irgendwie ja nicht. Und mich macht immer noch diese Kamera ein bisschen... Ich weiß nicht, was mit der ist. Ha. Okay, jetzt sollten wir vielleicht mal den Keller durchsuchen und schauen, was hier los ist. Da können wir das jetzt mal wegpacken. Oh, das dauert ein bisschen. Das sind schwere Kartons, aber die können wir schon wegpacken. Okay, jetzt sollten wir hier mal vielleicht checken, was hier los ist. Okay, was ist das für ein Mechanismus? Wir können hier alle Boxen, glaube ich, durchsuchen. Vielleicht haben wir da nochmal einen Key einfach fallen gelassen, oder? Lass einfach mal jede Box durchsuchen. Das ist sicher ein gutes Element in dem Spiel. Okay, wir haben Key zum Bett. Bedroom 1. Dann sollten wir vielleicht doch Bedroom 1 mal checken. Let's go. So, ihr öffnet das schon, oder? Was gibt's denn hier drin? Oh, hier gibt's eine weitere Kamera. Warum würde jemand in seinem Schlafzimmer eine Kamera aufstellen? Wir haben ein Notebook in Bedroom 1. Okay. Das hört sich auch ganz spannend an. Was steht denn da drin? Eintrag Nummer 1. Timmy war für ein paar Tage jetzt nicht mehr in der Schule. Eintrag Nummer 2. Einer seiner Freunde hat mir erzählt, dass er Timmy gesehen hat. Er war mit einer neuen, mit einem neuen Mädchen in der Schule. Ich muss rausfinden, wer sie ist. Vielleicht weiß sie irgendwas über ihn. Eintrag Nummer 2. Ich weiß, dass ihr Name Jenna ist. Ich versuche mit ihr zu reden, aber irgendwas an ihr creept mich out. Ja. Vielleicht ist sie ja verantwortlich für sein Verschwinden. Eintrag Nummer 4. Ich folge ihr nach Hause nach der Schule. Irgendwas sagt mir, dass ich laufen sollte. Aber was ist, wenn er in Trouble ist, mein Sohn? Okay, ich weiß nicht mal, ob es sein Sohn ist. Eintrag Nummer 5. Ich kann Timmy einfach nicht finden. Ich habe überall gesucht, aber ich denke, Jenna will irgendwas von mir. Ich verstecke mich in diesem leeren Raum, wenn sie nach Hause kommt. Ich bin überrascht, dass sie mich bis jetzt noch nicht gefunden hat. Eintrag 6. Es sieht so aus, als wäre Jenna die ganze Zeit in der Nähe. Ich kann ihre Fußstapfen und so hören und die Tür schließen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich gefunden werde. Es scheint, als wäre der Rest der Seiten herausgerissen. Denkt ihr, dass die Person draußen Jenna ist? Das könnte sein. Das erste Mal, dass unser Busfahrer was Gutes gesagt hat. Huh. Aber warum gibt es so viele dann von ihnen? Das ist eine gute Frage. Warum gibt es so viele Channers auf einmal? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich mich gerade erschrocken. Dieses Klopfen. Ich glaube, es kommt vom Bedroom 2. Denkt ihr, der Owner hat sich vielleicht da drin eingesperrt? Also wer von euch öffnet den jetzt? Wir haben nicht mal den Key dazu. Aber wir müssen den Noise investigieren. Wie sollen wir das machen? Okay, wir müssen die Tür öffnen. Dann sei es wohl so. Lass rein da. Was ist hier los? Das hier ist leer. Aber es gibt viele Betten. Warum sind hier so viele Betten? Und wir haben ein Notebook gefunden in Bedroom 2. Ich glaube, ich habe die andere Hälfte des Notebooks gefunden. Hey, komm mal her. Das hier ist vielleicht ziemlich wichtig. Okay. Es sagt... Eintrag Nummer 7. Irgendwie konnte ich mich vor ihnen verstecken. Ich habe die andere Hälfte meines Notebooks im anderen Room gelassen, falls sie mich fangen. Ich versuche, dieses Haus zu verlassen, sobald ich kann. Die Tür ist zu. Was? Oh, wir wurden eingesperrt. Wie ist das passiert? Wir wurden eingesperrt. Nein! Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir haben ein Riesenproblem und ich glaube, die Channers schlafen hier. Sieht mir fast so aus. Entry 9. Wo ist Entry 8? Entry 8. Nein, Entry 10. Ich kann alles nicht lesen. Ich habe eine Metallluke unten gefunden. Ich denke, das muss ein geheimer Eingang für irgendwas sein. Ich werde es untersuchen. Eintrag 11. Als ich es untersucht habe, bin ich in irgendein Labyrinth von Boxen gekommen. Meine Instinkte haben mir gesagt, dass ich diesen Weg nicht gehen sollte. Aber der andere Weg war ein Ausgang. Eintrag Nummer 12. Ich werde dieses Notizbuch hier lassen, für den Fall, dass jemand hier vorbeikommt. Ich habe Timmy nie gefunden, aber ich muss mich selber retten, solange ich kann. Viel Glück euch, wer auch immer das Buch findet. Hier endet es. Ich glaube, der Weg nach draußen ist im Keller. Das heißt, wir sollten in den Keller gehen. Wir waren alle zu ängstlich, um die Kellertür zu öffnen. Aber ich denke, es ist unser einziger Ausgang. Wir sollten vielleicht hier chillen. Es sieht ziemlich sicher aus bis hier. Vielleicht wollen die Girls nichts von... Okay. Die Girls wollen doch was von uns. Schnell. Wir müssen schnell gehen, bevor sie kommen. Wir haben 40 Sekunden Zeit. Komm. Keep trying. Wir schaffen es. Wir schaffen das. Wir haben es gleich.
Noch ein bisschen ziehen hier. Oh, wir haben sie geöffnet. Rein da, rein da, rein da. Oh mein Gott, was ist das hier? Was zur Hölle ist das hier? Missing. Max. Max ist missing. Aber ich dachte, wir wollten einen Timmy sehen. Und jetzt ist Max schon hier. Das Notizbuch hat irgendwas über ein Labyrinth gesagt. Aber der Ausgang ist, glaube ich, geblockiert. Das heißt, wir müssen wohl durch das Labyrinth gehen, weil der Ausgang ist nicht frei für uns. Ich will aber nicht in das Labyrinth. Ich habe Angst. Wir müssen. Es scheint wohl so, als müssten wir. Wollen wir lieber hier sitzen und zu Tode verhungern? Es wird Zeit, das Labyrinth zu betreten. Wir müssen jetzt zusammenbleiben. So groß kann es ja nicht sein, oder? Oh, hier ist ein Totalshell. Und ich habe irgendwas bekommen. Was ist das hier? Heben wir das mal auf. Wir haben eine Crowbar und ich habe auch irgendwas gefunden. Lass zurückgehen und mit der Crowbar dieses Metallgatter oder was es ist zu öffnen. Kommt, Leute. Wir öffnen das jetzt. Und dann lass uns endlich raus aus diesem Ort. Oh, wir haben es geöffnet. Okay, was ist jetzt hier los? Oh, es kommt ein Obby. Yeah. Ich denke, das war der Ausgang, von dem das Notebook geredet hat. Kommt schon, wir müssen uns beeilen. Unser Durchkommen, bevor die Channers uns vielleicht bekommen. Oh, ich weiß ja nicht. Ja, das sieht ziemlich gefährlich aus. Warte, was ist das? Oh nein, die Channers kommen. Die Channers haben es durch das Ding geschafft. Sie kommen, sie kommen. Wir haben 30 Sekunden Zeit für den Exit. Oh Gott, wir haben nicht lange Zeit. Ihr dürft nicht failen, Leute. Wir müssen euch beeilen. Ist das der Exit? Sind wir frei? Sind wir alle Überlebenden? Wir sind nur noch 4 Leute. Hey, ihr Leute da unten. Kommt hoch. Kommt hoch. Ja, okay, wir müssen uns beeilen. Wir haben 20 Sekunden Zeit, um seine Hand zu grabben. Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Wir müssen zu C. Bitte sei nett, C. Wir hätten ein Problem, wenn du nicht nett wärst. Oh, wir sind draußen. Wir sind draußen und ich sehe das Haus nicht mal. Wir sind ziemlich weit weg anscheinend. Kommt. Oh, wir haben überlebt. Aber es sind nur noch 4 da. Wir waren 15 Stück am Anfang und jetzt sind wir 4. Oh, wir haben die Channers eingesperrt, oder? Die kommen ja nie wieder raus da. Seid ihr okay? Es war wirklich intens, um ehrlich zu sein. Ja. Ich denke aber, jeder hat es rausgeschafft. Ja, jeder hat es rausgeschafft, der Busfahrer. Bist du dir sicher, dass jeder Schüler, der im Bus war, wieder da ist? Ja, jeder einzelne von ihnen ist hier. Oh, das ist sehr gut. Ich muss dann wohl jedem mitteilen, dass du ein Held bist. Ein Held? Nein, ich bin nur der beste Busfahrer der Welt. Dann lass uns wohl alle zurück zur Schule gehen. Kommt schon. Warte, stimmt. Es ging ja um die Schule. Wir wollen doch eigentlich nur in die Schule. Das fällt mir jetzt erst auf. Der ganze Plan war, in die Schule zu kommen. Und wir können endlich wieder mit dem... Oh, da ist eine Chen auf dem Bus gewesen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war eine Chenna.